Hallo Menschen, ich will euch mal wieder mit auf eine Wanderung nehmen, die nicht ganz so lief wie geplant und euch erklären, warum das eigentlich überhaupt kein Problem war. Und zwar wollten wir endlich mal die Rübezahlstiege hinauf kraxeln oder klettern, kann man vermutlich schon direkt sagen. Wir haben uns also drumherum noch so ein bisschen eine Wanderung über Komoot rausgesucht. Das ist die App, die mein Partner meistens benutzt und sind dann ganz fröhlich losgelaufen. Natürlich haben wir auch erstmal so einen kleinen Trampelpfad übersehen, in den wir hätten abbiegen sollen. Das war jetzt aber nicht weiter schlimm. Also ein paar hundert Meter sind wir einfach woanders eingebogen, was uns irgendwann auf denselben Weg wieder brachte. Ich hatte aber schon eine ganze Weile das ungute Gefühl, dass wir von oben an die Rübezahlstiege gelangen würden. Und es ist jetzt nicht direkt verboten, von oben nach unten zu klettern. Also es gibt andere Stiegen, da ist es direkt verboten. Es wird aber definitiv empfohlen, es andersherum zu machen. Und fast alle gehen es eben auch so. Das heißt, man selbst hätte dann eben extrem viel Gegenverkehr und die vielen anderen müssten quasi auf uns wenige Falschläufer, sage ich jetzt mal, immer warten, weil das halt ein sehr enger Klettersteig ist. Und man kann auch nicht überall ausweichen. Das heißt zum Beispiel auch, als wir dann dort ankamen, hat man halt Leute schon so kommen hören. Man kann sie aber auch nicht sehen und weiß nicht, wo sie sich gerade befinden und wo man dann eventuell zurückklettern muss oder die oder hin und her. Das heißt, wir haben das nicht von oben nach unten gemacht. Das war auch überhaupt nicht unser Plan. Wir dachten, wir würden unten ankommen. Und beim Ranzoomen in der App für die Tour haben wir dann halt auch gesehen, dass die Stiege vom Macher der Tour gar nicht wirklich als Teil der Wanderung geplant war, sondern eben wirklich nur als ein Aussichtspunkt. Das heißt, man sollte da quasi oben hingehen und gucken. Und ich meine, es ist tatsächlich ein schöner Ausblick, aber wir hatten das doch ein bisschen anders geplant. Wir wollten endlich diese Stiege gehen. Und natürlich ist das unsere eigene Schuld, dass wir halt vorher nicht genau geschaut haben oder nicht rangezoomt haben, ob die Stiege wirklich mit auf der Wanderung drin ist. Wir haben es halt einfach nur im Text gelesen, ja, hier Rübezahlstiege mit dabei und haben uns schon erstmal geärgert, zumal wir halt mehrmals in dieser Gegend jetzt schon waren, aber die Stiege nie mitgenommen haben. Das heißt, wir kennen drumherum schon ganz viel und müssten jetzt, wenn wir die Stiege denn dann irgendwann endlich mal gehen, vermutlich drumherum halt eine Wanderung machen mit Punkten, die wir dann doch eben erst vor kurzem gesehen haben. Und jetzt will ich mit dem Video aber eigentlich darauf hinaus, dass das prinzipiell Schnulli ist. Klar war das im ersten Moment so ein bisschen blöd, weil anders als geplant. Aber drumherum die Wanderung war einfach trotzdem so schön. Und wer meinen letzten Vlog gesehen hat, weiß, dass es insgesamt nicht so mein bester Monat war. Zwischenmenschlich, aber das schlägt sich dann natürlich irgendwie auch auf alles nieder. Also ich war ziemlich viel genervt und habe auch einiges zu meckern gehabt und die Wanderung hat dafür gesorgt, dass ich so ruhig wurde und dass das Problem, in Anführungsstrichen, was es halt auf der Wanderung gibt, okay, wir sind einen Punkt nicht abgegangen, ist halt überhaupt kein schlimmes Problem und war nichts im Vergleich zu dem, wie genervt ich so vom Rest der Welt in diesem Monat war. Und das passiert mir eigentlich fast immer, wenn ich wandere, dass ich extrem gut abschalten kann, dass viele Dinge irgendwie auch ein bisschen nichtig werden, dass man runterkommt. Und ulkigerweise, dass man zwar einerseits Dinge aus dem Alltag für die Zeit der Wanderung irgendwie auch vergessen kann, gleichzeitig aber, dass man sie auch durcharbeiten kann. Also egal, ob man allein oder mit mehreren geht, man kann Dinge durchsprechen oder eben durchdenken. Man kann auch einfach Kraft für den Alltag tanken. Und zusätzlich bekommt man halt einfach noch wunderbare Natur, Stille meistens, also je nachdem, wo und wann man geht, schöne Ausblicke, körperliche Betätigung und einfach immer wieder angenehme Momente, an die man sich gerne erinnert. Und das ist der Grund, warum ich extrem gerne wandere, auch wenn wir immer mal wieder den Weg verlieren oder nicht da ankommen, wo wir eigentlich rauskommen wollten.